Ja, so ein Pech. Die Pilgereinkehr ist leider zu. Jetzt muss ich hungern. Naja, ich habe nämlich im Auto gepennt nach dem wunderbaren Abend gestern in Bochum. Und ja, was ich noch sagen wollte, die Tamina Kallert hat ja wirklich einen supergeilen Job. Die fliegt in der ganzen Welt rum und kann sich Leute anschauen und das Essen schmecken. Das ist der Traumjob überhaupt. Also wie gerne würde ich da mal eine Sendung mit der machen. Irgendwohin. Das ist so eine tolle Frau. Also wirklich, die hat so eine Ausstrahlung, da fällst du um. Ist wirklich so. So, ich bin wieder vor der Wallfahrtskapelle. Das ist der Anbau, das ist der Kirchenanbau, der ist einige Jahrzehnte jetzt alt. Ich finde dieses moosbewachsene Dach da oben, ich zeige es euch mal, sehr, sehr schön. Das macht das alles viel natürlicher. Es ist ja ein ganz krasser Gegensatz. Es ist also ziemlich modern. Und dann gleich daneben, zack, bumm, da die kleine Kapelle. Finde ich ganz toll, dass die LGBT-Fahne da oben schon immer, seitdem ich seit Jahren herkomme, ist immer eine LGBT-Fahne da. Das finde ich super, super von der Gemeinde hier. Da drüben ist der Kreuzweg, da waren wir letztens am Karfreitag. So, Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Weihwasser. Als christlicher Jude, jüdischer Christ darf ich das. So, und ich will jetzt auch nicht stören, da sind nämlich auch Gläubige da. Hallo, frohe Ostern. Ja, und das ist die Maria mit der Birne. Das habe ich nicht gewusst, das hat mir diese Dame erklärt, die mir in der Pilgerei eine Birne geschenkt hat als Symbol. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Das ist für viele Leute, die hier nicht herkommen können. So, jetzt. Und hier ist Jesus endlich wieder unverhüllt. Wunderschön. Ganz klein, aber hoch. Frohe Ostern, er ist auferstanden, wie der Phönix aus der Asche, um stärker wiederzukommen als jemals zuvor. Amen.